Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Heute ist mal eine etwas andere Folge von mir. Und zwar spiele ich mal ein neues Pixelspiel an, und zwar Heidelberg 1693. Ja, wieso? Heute kümmere ich mich ja eigentlich eher so um die 16-Bit-Titel, aber ich habe dieses Spiel zufälligerweise bei Twitter gesehen und mich sofort in diesen Stil und auch vor allem auch auf das Setting verliebt. Es ist ja nicht ungewöhnlich, oder es ist ungewöhnlich so rum, dass es jetzt in diesem Zeitabschnitt und dann auch noch in Deutschland spielt, und ich fand es einfach herrlich und wollte es euch gerne mal zeigen. Das ist jetzt eine sogenannte Public Demo. Die könnt ihr bei Edge.io runterladen. Ich habe den Link bei euch reingetan. Der Entwickler, der bittet natürlich um eine gewisse Spende. Ich habe auch die 2 Dollar, die davor eingestellt waren, natürlich gerne gespendet. Könnt euch aber, wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch theoretisch kostenlos runterladen. Im Oktober diesen Jahres ist dann die volle Version geplant und die soll auf jeden Fall für Steam und für Switch erscheinen. Andere Spiele waren, glaube ich, laut der Webseite noch so, kann sein, muss nicht sein. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon. Es ist, in dieser Demo werden euch 3 Level gezeigt. Es ist sehr, sehr schwer, das Spiel. Aber ich will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir schauen einfach mal rein. Wobei ich es durchgespielt habe, habe ich nicht. Hier sehen wir das fantastische Intro. Die grobe Story ist, dass im Palast von Versailles ein Musketier nach Heidelberg geschickt wird, weil dort der Mondkönig, und da habe ich mich ja zuerst mal gefreut, weil der Louis, der, keine Ahnung was, das ist ja der Sonnenkönig, und der Gegenspieler muss natürlich logischerweise der Mondkönig sein. Finde ich herrlich, diese Idee. Also man merkt auch schon, dass sie sich bei den Geschichtlichen so etwas Mühe gegeben haben, auf jeden Fall. Und ihr solltet nach Heidelberg kommen und da eine Untoteninvasion aufklären und, naja, natürlich auch erledigen. Es ist ein 2D-Action-Plattformer. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass das irgendwie in Metroidvania sein soll oder irgendwie sowas, aber das ist in der Demo jetzt noch nicht da. Ich schätze mal, also aus meinem persönlichen Eindruck, dass sie diese Demo jetzt auch schon mal released haben, um mal ihr Spiel ein bisschen zu promoten quasi und vielleicht auch mal so ein bisschen Feedback einzusammeln. Wie ihr seht, hier sind wir unser Musketier. Ich spiele das übrigens mit Maus und Tastatur. Das geht erstaunlicherweise gut. Also mit der linken Taste von der Maus macht ihr eure ganz normale, ja, Rapierattacke. Und auf der rechten kommt der große, große Kniff. Ihr habt natürlich eine Muskete dabei. Ihr seid natürlich Musketier. Und das Ganze ist, was ich schon mal sowieso diese Animation herrlich finde. So war das ja früher. Da hat man nicht irgendwie von der Schulter ausgeschossen, sondern hatte man da, ich nenne es mal, diese Astgabel auf den Boden gestellt, damit man da halt mehr Stabilität hatte. Und dadurch kann man den halt hier wählen und natürlich schießen. Und jetzt kommt das Besondere, wenn ihr jetzt nochmal schießen wollt, es ist halt eine Muskete. Die müsst ihr erstmal langwierig nachladen. Und dadurch ist das natürlich sehr, sehr, sehr taktisch, diese Waffe einzusetzen, weil es natürlich sehr, sehr lange Nachladezeiten gibt. Aber schauen wir erstmal durch. Das erste Level habe ich schon mal geschafft, beim zweiten bin ich schon gescheitert, aber ich würde euch jetzt nur mal einen ganz kurzen Eindruck sagen. Also ich, von den Entwicklern wurde ich nicht angeschrieben oder sowas, das mache ich jetzt aus freien Stücken. Hier komme ich da hoch, also mit Space könnt ihr springen. Oh, da müsst ihr aber eigentlich doch hochkommen, oder? Ha. Und mit WASD lauft ihr halt ganz normal. Ich finde auch die Musik schön. Und halt auch, guckt euch doch mal diesen allgemeinen Grafikstil an. Der gefällt mir einfach. So. Hier sehen wir halt anderen. Ihr haltet auch nicht viel aus. Deswegen musste man da jetzt taktisch natürlich warten, weil der natürlich praktischerweise auch so lange braucht zum Nachladen. Ich finde auch die Musik sehr schön gelungen und wie gesagt, dieser grafische Stil. Deswegen dachte ich auch, das wäre etwas auch für meinen Kanal. Wie man sieht, das sind halt dumme Zombies, die zerfleischen sich auch mal selber. Da kann es natürlich taktisch auch mal ganz klug sein, einfach mal daneben zu stehen und nichts zu machen. Ja, weil es halt diese, ich sag mal, Retro-Pixel-Optik hat, dachte ich mir, wäre es auch mal was für meinen Kanal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas stört, solche neuen Spiele, die thematisch irgendwie passen, die mich begeistern, oder wollt ihr wirklich nur den Retro-Kram? Aber ich habe das jetzt einfach gemacht, ich hatte Bock drauf, also wird's gemacht. Wie man sieht, die Gegner sind nicht sehr klug, die haben sich jetzt gegenseitig umgebracht, aber genau sowas, das kann man dann auch ausnutzen. So. Und immer vergessen, nichts vergessen, nachladen natürlich, ne? So, schauen wir mal. Wie geht's hier weiter?
Und was mir auch gefällt, ist, dass das hier gar nicht so ein Fadenkreuz hat. Genau das gefällt mir, dass man selber abschätzen muss. Na, wie muss ich zielen? Ziele ich zu hoch oder nicht? Ja, da steht einer oben. Also wir halten wirklich sehr, sehr wenig aus. Vor allem die Musketenkugeln, die können wirklich zerstörend sein. Deswegen... Ah, Mist. Vorbei. Ist erstmal nachladen. Aber also ich find das sehr gut. Na, schon wieder. Wie man sieht, also so ein feindlicher Musketenschuss, der zählt ganz schön ab. Na, er lädt noch nach. Ich lasse ihn erstmal schießen, dass wir da in Ruhe... So, müsste eigentlich so passen. Also zur Controller-Steuerung kann ich euch jetzt nicht... Boah. Man sieht, man ist sehr, sehr schnell tot. Ich gehe jetzt mal... Ja, sehr, sehr schnell tot. Vor allem, weil wir es natürlich jetzt auch nur mit einem Herzen starten. Ich versuche es mal sehr weit vorhin zu gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt natürlich diese Schwierigkeit, die Grundausrichtung des Spiels sein soll. Ich hoffe... Ehrlich gesagt, weil das erste Level hier, es geht eigentlich nicht noch, dass es so etwas abschwächen, aber es ist natürlich persönlicher Geschmack. Wie ihr wisst, bin ich jetzt nicht unbedingt der riesen Fan von Dark Souls und so weiter. Na, schon mal nachladen. Also für die Zombies reicht es eigentlich, wenn man die dann mit der Nahkampfwaffe erledigt. Zack. Aber hat natürlich dann so, ich sag mal so wie Hotline Miami oder sowas, hat das natürlich auch so einen Puzzle-Aspekt, ne? Da sind die und die Gegner. Das ist mal da, okay, der kann sich so erledigen. Wie komme ich jetzt an dieser Szene am effektivsten durch? Und das ist natürlich auch nicht verkehrt. Also, wenn es rauskommt, werde ich es mir, denke ich mal, auf jeden Fall für die Switch holen. Ich denke mal, auf einen physischen Release, da kann man nicht hoffen. Aber ich finde halt einfach dieses Grundsetting. Ich weiß nicht, die Grafik finde ich echt gut. Ha, jetzt habe ich ihn getroffen. Die Grafik finde ich einfach stimmig vom Stil her. Und das Gameplay, das flutscht eigentlich sehr, sehr gut voran. So, ne? So haben wir jetzt zum Beispiel gemerkt, okay, da war es diese beiden. Da gehe ich jetzt genauso vor. Und da haben wir auch schon das Level geschafft. Also so, Mindestanforderungen habe ich erreicht. Wie man hier sieht, das kann man jetzt natürlich prima ausnutzen. So, ja. Schieß mal die Zombies ab, Junge. Genau, zwei Treffer. Wenn er den jetzt hat, dann kann ich ihn. Und dadurch ist quasi das Gegnerdesign ist dann quasi auch Rätsel zugleich. Ja, diese Viecher hier, die sind mir schon sehr auf den Sack gegangen. Was ich schade finde, ist, dass man nicht nach oben schlagen kann. Also man kann nur zur Seite schlagen oder halt geduckt, aber man kann nicht nach oben schlagen oder sowas. Das finde ich etwas schade. Das ist vor allen Dingen hier für die fliegenden Kreaturen ist das gar nicht so... Wobei ich finde eigentlich, am schwierigsten sind eigentlich diese feindlichen Musketiere. Weil bis man die ausschaltet, also die solltet ihr wirklich mit Priorität ausschalten. Ich wusste natürlich jetzt, wo er steht. Also man muss eher vorsichtig vorgehen, man kann jetzt hier nicht in Rambo-Manier irgendwie durch. Ja, mal gucken. Also die Musik finde ich klasse, also wie gesagt, also das Spiel ist natürlich... Ich finde, es ist natürlich noch ein bisschen unausgereift, man merkt es natürlich. Aber gut, bis Oktober ist noch mehr als genug Zeit. Es kommt von einem deutschen Entwicklerstudio, wenn ich das richtig gelesen habe, haben das nur zwei Leute programmiert. Was ich natürlich sehr beeindruckend finde. Und Spiele aus deutschen Landen, die unterstützt man sowieso natürlich immer ganz gerne, natürlich. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da jetzt? Ich glaube, da muss ich am besten von da oben, ne? Wenn mich nicht diese komischen Totenköpfe hier erledigen würden. Toll. Ja, mal gucken, ob ich den jetzt hier von... Ne? Oh, komm! Aber wie gesagt, so muss man halt... quasi sich den richtigen Weg errätseln. Und dadurch ist halt das Gegner-Placement halt das Rätsel. Was ich gar nicht so verkehrt finde. Hier war es eine... Ich habe das Nachladen vergessen. Also das ist hier wirklich die Regel Nummer 1. Wenn ihr einen Schuss gesetzt habt, dann solltet ihr, wenn möglich, sofort nachladen. Weil sonst steht ihr denn in der Situation denn da und ja. Wollt schießen, könnt aber nicht. Sprach er und hat es gerade selber nicht gemacht.
gucken. Also ich gehe mal davon aus, dass es später natürlich dann noch Waffen-Upgrades geben wird und so weiter. Wie gesagt, das zweite Level hier habe ich leider nicht geschafft. Weil es wirklich, wirklich schwer wird, finde ich. So, ganz knapp nicht. Diesmal erledige ich mal hier das Vieh hier. Also diese fliegenden Kuhschädel oder was das sein soll, die sind echt fies. Gucken. Der Sprung hier ist relativ tricky. Ah, Mist. Aber wenn ich mich hier so zurückziehe, müsste ich eigentlich immer relativ sicher sein. Ja. Ha! Wie erwische ich den hier? So weit nach unten kann ich gar nicht zielen. Muss ich jetzt mal genau gucken. Ach, ich habe auch gar nicht mehr so viel Pulver. Ich glaube, ich muss den erwischen, wenn er gerade nachlädt. So. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Pulver mehr. Und. Oh, so knapp vor dem Levelausgang. Ich habe es fast geschafft. Oh mein Gott. Okay. Ich will euch jetzt noch was anderes zeigen, bevor ich das Level jetzt immer und immer wieder probiere. Und zwar gibt es nämlich im ersten Level, das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht dauerhaft da sein, ein Shortcut zu Level 2 haben sie es genannt. Das sieht nochmal etwas anders aus, das wird aber noch schwerer. So, gucken wir mal. Denk mal, ne? Also hier sieht man, jetzt ist man anscheinend in der Stadt angelangt, ist hier mit diesem Skelett, was jongliert und sowas. Ich mag das einfach. Ich weiß nicht, ich mag den Stil. Finde ich sehr schön und halt auch diese historischen, Bäm? Oh, scheiße. Na? Diese historischen, Kniffe, wie zum Beispiel, dass diese Muskete auf dieser, ich nenne es halt einfach Maßgabel. Da wird es wahrscheinlich irgendeinen korrekten Begriff geben. Ja. Oh, da war dieser blöde Zombie im Weg. Und? So. Und nachhören. Er sagt, diese feindlichen Musketiere. Oh, also wie gesagt, es wird härter und härter. Das Spiel ist echt nicht einfach. Schauen wir mal, wie es auf jeden Fall später wird. So, da aufs Maul. Also ich versuche es noch einmal. Ich wollte euch jetzt nur auch mal das Spiel kurz zeigen. Dürfte jetzt keine Durchspielkompetenz, keine Größe von mir erwarten. Oh, es dürfte ja auch nie bei mir. Ja, schnell nachladen. Zack. Oh, okay. Und wieder gestorben. Aber wie gesagt, ich wollte euch das Spiel nur mal zeigen. Ich habe den Link für euch für diese Demo und natürlich in das Kommentarfeld reingetan. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie euch gefällt, wenn ich mal solche neueren Spiele einfach mal betrachte. Es wird nicht regelmäßig sein. Mein Hauptfokus wird natürlich immer auf diese Retro-Schiene sein. Aber weil ich von dem Spiel halt so begeistert war und euch das gerne mal zeigen wollte, wollte ich jetzt mal an dieser Stelle auch so ein Video machen. Also, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, ihr fantastischen Menschen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.